Israel will in diesem Jahr mit allen Mitteln nach den Sternen greifen. Made of Stars, gemacht aus Sternen, heißt der Song, den sie schicken. Und der passende Sänger dazu, der heißt Hovistar. Ein erfolgreicher Castingshow-Absolvent und Gewinner des israelischen Vorentscheids. Und wie könnte dieser Vorentscheid jetzt heißen? Natürlich Rising Star. Und ob Hovi am Ende erfolgreich sein wird in Stockholm, das steht allerdings auch noch in den Sternen. Falling, we are made of stars. We are made of stars, searching for that secret promise. Made of stars. You heal me, you fill me, ignite a flame. Ja, wir alle haben unseren Platz im Universum. Diese Botschaft nimmt Hovistar dieses Jahr mit nach Stockholm. Und ich habe Leslie Clio gerade beobachtet, sie war noch unentschieden, ob sie den Song mag oder nicht. Hast du dich entschieden? Ja, was ich möchte noch sagen, was du vorhin auch meinst, was das Schöne am ESC ist. Man wird einfach so sehr schnell, das hatte ich ja letztes Jahr, als ich in der Jury war, man wird einfach sehr, sehr schnell in diesen Bann gezogen. Und es geht dann eben nicht nur um den Song, sondern es geht dann auch um das Ganze drumherum, um das Gemeinschaftliche, um diese gemeinsame Energie von allen eigentlich. Alle sind da und alle haben eine gute Zeit und es geht um die Stimmung und um die Positivität und um die Show und einfach um den Spaß und noch, also ne, und der, das deswegen, und das merke ich auch jetzt schon, auch wenn ich erst 10 Minuten hier bin, aber ich finde jetzt schon wieder alles ganz toll. und deswegen, ja, mag ich auch diesen Song. Also man wird so, ich komme jetzt schon wieder in diesen Eurovision-Rausch, so eingelullt von allem, von diesem ganzen Sparkle. Also, es ist ja alles sind toll. Ja auch einfach sehr viele Sterne, die Israel uns darüber schickt, ja, am Himmel. Wie geht's dir, Thomas, mit dem Song? Ich führe noch mal fort, was du gesagt hast. Bei uns ist das dann so, wenn wir diese Songs dann noch häufiger hören, beispielsweise genau, jetzt in Vorbereitung für diesen Songcheck, habe ich mir den Song hier 10, 20 Mal angehört. Und, ja, genau, und dann findet man, warum fand ich den mal schlecht? Genau. Weil der Geschmack entgleitet total, weil am Ende findet man alles gut. Man Subjektivisierung. Ne? Also okay, aber ist, ja, wir werden dem Künstler vielleicht nicht ganz gerecht, wenn wir so ganz oberflächlich sprechen. Also das Ding ist, finde ich, das ist eine interessante Type. Der hat, als Mann ein Kilo Schminke ins Gesicht. Ist offensichtlich ein Paradiesvogel, so wie er da rumläuft. Und dann hatte ich natürlich einen Song erwartet, der in irgendeiner Form mehr Drama hat. Der Song ist vollkommen okay komponiert und auch sehr eingängig und hat diese klassischen Steigerungen. Der Komponist des Songs ist übrigens der gleiche, der auch letztes Jahr den israelischen Beitrag gemacht hat mit Golden Boy. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Oh, das, ja. Der war ja auch ganz lustig, ne? Ja, und gemessen daran, wie schwungvoll und auch wie erfolgreich der war, war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, als ich diesen Song also wenn du so eine extreme Person hast, musst du irgendwie einen Extremsong haben, der mehr unterhaltsam ist. Mhm. So, und dann ist das ja so ein melancholischer Song. Die Melancholie nehme ich ihm nicht so richtig ab, muss ich sagen. Und wenn man ganz ehrlich ist, hat seine Stimme auch nicht so den großen Wiedererkennungswert. Also vom Prinzip alles gut. Aber dann, wenn ich dann das gegen andere ausdifferenzieren muss, finde ich, könnte er schräger sein, könnte wiedererkennbarer sein. Und letztlich, dann, wenn er diese Melancholie hat, also es geht dann ja um ganz unterschiedliche Menschen, so du und ich, wir sind unterschiedlich, aber wir sind beide aus Sternen gemacht. Oh ja. Also das ist so ja, die Botschaft, ne? Wir sind alle eigentlich so aus dem gleichen Material, so unterschiedlich man auch ist. Das alles transportiert sich für mich nicht so ein bisschen. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von Israel. Ich bin großer Fan des Landes und auch der Eurovision Song Contest Beiträge aus Israel. Deswegen erwarte ich immer viel. Und das ist ja häufig so, wenn man sehr viel erwartet, ist man anschließend vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und Israel hat mich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Die User sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie enttäuscht sein sollten oder erfreut. Nathalie schreibt im Chat, Made of Stars ist für mich im diesjährigen Mittempo-Dschungel der perfekte Song, um ein wenig abzuschalten. Er hat eine außergewöhnliche Stimme und das Finale ist auf jeden Fall drin. Foxkid schreibt im Chat, Israel, schönes verträumtes Lied. Nach dem grandiosen Golden Boy im Vorjahr hat das Hovi wirklich nicht leicht. Eine hohe Platzierung traue ich ihm leider nicht zu, aber ich würde ihn gerne im Finale sehen. Und Luigi schreibt kurz und knapp, leider zu langweilig, echt schade, Hovi hat echt Potenzial. Ich bin gespannt, wie das für euch in Punkten aussieht.
dieser Beitrag von Israel? Ja, ich mache 6 bis 7. Kann ich 6 bis 7 machen? Ich zieh mal beide raus. Machen wir einfach beide 6 und bis 7. Und gib mir die andere. Okay, dann, okay. Wir machen so 6,5. Dann seid ihr fast so gut wie unsere User. Die haben nämlich im Schnitt 6,8 Punkte für Israel Yay, gegeben. Schauen Sie mal.